Achtung, auf Stufe 3. Gegen die Strömung, die an der Lahm so stark ist, dass man sie nicht merkt. Muss mit dem Paddel immer ein bisschen lenken. Weil das Boot kein Ruder hat. Den Sitz sollte man nicht so fest aufpumpen. Ich habe ihn jetzt schon wieder etwas zu fest aufgepumpt. Dann sitzt man sehr ungünstig da drauf. Scheiße mit dem Sitz. Jetzt fahre ich mit der Strömung. Itiwit Motor und Itiwit Boot. Eine gute Kombination. Im Sitz muss ich wieder etwas Luft rauslassen, dann ist also wirklich unmöglich, das Ding. Also der Fall nur minimal aufpumpen, das ist scheinbar wichtig. Bloß nicht ganz aufpumpen. Ich habe ihn jetzt auch nicht ganz aufgepumpt, aber er ist zu hoch im Verhältnis dann zur Rückenlehne. Man hat also einen absolut beschissenen Sitzkomfort.
So, jetzt bin ich wieder in Obernhof. Tipp in Obernhof ist der Italiener. Ich habe ja lange die Italiener gemieden, war gezwungen, weil er nur auf hatte, und habe festgestellt, ein Top-Italiener ist es. Und dann in so einem kleinen Dorf. Wirklich top. Ich habe jetzt zweimal da gegessen. Die beste Pizza, weil er ein gutes Mehl verwendet. Und auch der Belag, edel. Dann habe ich einen Schnitzel Bolognese mit Spaghetti gegessen, auch traumhaft. Dann ist es 6 Kilometer von Nassau, so 18 Kilometer von Bad Ems. Kann man schön mit dem Fahrrad auf dem Radweg fahren. Also hier diese Ecke ist sehr, sehr schön. Im Sommer. Im Winter möchte ich hier nicht abgemalt sein. Schön. Eine kleine Abendrundfahrt. Ich schätze mal 5 km/h fährt er. Für die Leute, die da rechts auf dem Fahrradweg gehen, gehen gut schnell. Ja, das ist okay. Du musst keine 30 laufen. Sehr praktisch, man schiebt den einfach in die Halterung von der Finne. Also das ist wirklich sehr einfach gemacht. Das Boot lässt sich auch alleine gut tragen, also ist auch vom Gewicht her. Es ist auch sehr vom Material sehr stabil durch diesen Boden hier. Dieser Subboden. Also das Boot ist sehr stabil, man kann auch da drauf stehen. Jetzt hat er schon die Hälfte verbraucht, sehe ich. Fast. Also bei voller Leistung kommt er eben halt nur ein paar Kilometer weit, dann ist es.
Ja, ich werde mir noch ein Segel kaufen. Für auf die Seen in Portugal, der größte Stausee Europas, wo ich überall rumfahren darf. Keine Einschränkungen. Und dann ist ja hier das Motörchen Kilogramm. Also ich habe mir noch eine Ersatzbatterie bestellt. Hat noch zwei Lämpchen brennen. Das heißt, es ist noch fast halb voll. Ich würde sagen, er ist noch ein Drittel voll. Höchstens. So, hier ist mein Hafen. Mein Schwan ist weg. Schwan hat keine Lust mehr. Sich über mich zu ärgern. Das ist hier immer ein- und aussteigen.